Die Gralslegende von Annemarie Louise von Franz und Emma Jung. Zweiter Teil, die Besiegung des Roten Ritters und die Begegnung mit Blanchefour. Auch weiterhin stellt sich Perceval auf seiner Fahrt sehr draufgängerisch und tollpatschig an. So, als er am nächsten Tag zu einem Zelt kommt, welches er für eine Kirche hält, und das dort schlafende Fräulein überfällt und ihr mit Gewalt Kuss und Ring raubt. Mit der Erklärung, seine Mutter hätte ihn so gelehrt. Hierauf gelangt er, der Weisung eines Köhlers folgend, nach Cardual, dem Aufenthaltsort von König Artus. Wie er auf die Burg zureitet, kommt ihm zum Tore hinaus ein rot gewappneter Ritter entgegen, in der rechten einen goldenen Trinkbecher haltend. Diesen hat er Arthur von der Tafel weggeraubt und lässt nun durch Percival seine Herausforderung an den König, dem er Ländereien streitig macht, wiederholen. Percival reitet in die Burg und direkt in die Halle, wo König Arthur bei Tische sitzt und so tief in Gedanken versunken ist, dass er den Ankommenden gar nicht betrachtet. Unwillig wendet sich dieser zum Gehen, da bestößt sein Pferd den König an, so dass er aus seiner Versunkenheit erwacht. Er entschuldigt sich bei seinem Gast dafür, dass er seinen Gruß nicht erwidert habe. Der Zorn über die ihm widerfahrende Schmach sei schuld daran. Sein ärgster Feind, der Rote Ritter, hätte ihn frech den Becher geraubt und dabei dessen Inhalt über die Königin geschüttet, die sich aus Zorn in ihr Gemach zurückgezogen habe. Perceval verlangt nun, augenblicklich vom König zum Ritter geschlagen zu werden, da er gleich wieder fort will, um sich die Rüstung des Roten Ritters, die ihm in die Augen gestochen hatte, zu gewinnen. Der allzeit sportbereite Kai ruft ihm zu, er solle sich dieselbe holen, was sich Percival nicht zweimal sagen lässt. Zum Roten Ritter zurückgekehrt, verlangt er ihm kurzerhand Rüstung und Waffen ab, worauf der andere ihm, als einen frechen Jungen, mit dem Lanzenschaft einen Stoß versetzt. Percival beantwortet dies damit, dass er seinen Speer nach ihm wirft, der ihn durchs Auge trifft, so dass er tot zu Boden fällt. Nun bemüht sich Percival, ihm die Rüstung auszuziehen, wobei ihm ein Knappe Artus behilflich ist. Er zieht sie sich hierauf selber an, über seine welsche Tracht, von der er sich nicht trennen will, und nimmt Waffen und Pferd des Getöteten an sich. Dem Knappen überlässt er einen alten Klepper, und bringt ihm dann den geraubten Becher, damit er ihm den König zurückbringe. Dieses erste Auftreten Parsivals am Hofe König Artus ist insofern interessant, als dabei zufälliger und noch in unverpflimpfter Weise das Motiv angetönt wird, das später zum Leitmotiv werden wird. Er trifft nämlich den Hof in etwas gestörter Verfassung an, da dem König Unrecht widerfuhr und der Königin Schmach angetan wurde, indem der Rote Ritter in herausfordernder Weise einen goldenen Becher von der Tafel weggeraubt, dessen Inhalt über die Königin verschüttet hatte, weshalb beide außer Fassung sind. In diesem gestörten Zustand am Königshof ist bereits ein erster Anklang zu sehen an den gestörten und erlösungsbedürftigen Zustand im Gralsbereich. Es ist wie eine Vorahnung des Zukünftigen, eine Art von Präfiguration. Die Idee von solchen Präfigurationen war dem mittelalterlichen Geiste vertraut. So wurden zum Beispiel in vielen geistlichen Schriften die Ereignisse des Alten Testaments gedeutet als Präfiguration des Christuslebens. Ganz besonders sind hier Gioacchino da Fiori
hervorgehoben, der in seinen Schriften mit Konsequenz aufzeigt, wie sich die Idee des Gottesreiches durch die Zeiten hindurch immer reiner und deutlicher ausdrückt. Er hat die Vorstellung von drei Reichen. Dem ersten spricht das Alte Testament mit seinem Vatergott, dem zweiten das Neue Testament, das Reich des Sohnes und schließlich als drittes Reich dasjenige des Heiligen Geistes, von dem manche seiner Anhänger glaubten, er werde zu seiner Lebenszeit anbrechen. Derartige Vorstellungen spielen auch in der Gralserzählung eine bedeutsame Rolle, auf die wir später noch zurückkommen werden. Sie gehören mit der zu tief in der Seele verwurzelten, zu den tief in der Seele verwurzelten Vorstellungen zu jenen archetypischen Bildern, welche dem menschlichen Leben Richtung und Sinn verleihen. Zitat: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einen dunklen Ort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Zitat Ende. Das ist aus Korinther. Oder wenn Meister Eckhart sagt, Zitat: Alles Kornes innerste Natur meinet Weizen und alles Metall Gold und alle Geburt den Menschen. Zitat Ende. Wow. So steht dahinter ebenfalls die Vorstellung, dass das, was jetzt ist, erst ein unvollkommener Ausdruck ist von dem, was einst werden soll. Auch im gewöhnlichen Leben lässt sich Ähnliches beobachten, nämlich dass gewisse Situationen verschiedenen Abwandlungen immer wiederkehren. Erst erscheinen sie einem völlig zufällig und bedeutungslos, wie die oben geschilderten Erlebnisse Persevals. Wird man aber durch das wiederholte Auftreten ähnlicher Koinzidenzien aufmerksam gemacht und betrachtet man diese genauer, so zeigt es sich, dass sie meist als Ausdruck einer für dieses spezielle Individuum bezeichnende Anlage abgewandelt werden, bis ihr Sinn erfasst und ihr Zweck erfüllt wird. Es dürfen wohl auch die in Mythen und Märchen eine so bedeutende Rolle spielen, die Taten der Helden, in diesem Sinne verstanden werden, in stets erneuten Bemühen und unter oft unmenschlichen Anstrengungen durch Misserfolge und Gefahren nicht abgeschreckt, ist der Held bestrebt, jenes Größte und Beste zu erreichen, das ihm als Ahnung und Aufgabe in die Wiege gelegt worden war. Die Geschichte Persevals ist ein besonders schönes Beispiel für dieses Bemühen. Wie wir gesehen haben, bedeutet ihm anfänglich Ritter zu sein nur die Erfüllung einer Begehrlichkeit. Und erst langsam reift er durch vielerlei Irrfahrten zu dem heran, was eigentlich gemeint war, nämlich zum besten Ritter zu werden, dem es allein gelingen kann, den Gral zu erlangen. Der Ritter verkörpert in den literarischen Werken, mit denen wir uns hier befassen, das von jener Zeit geprägte Bild des höheren Menschen. Noch einmal, der Ritter verkörpert in den literarischen Werken, mit denen wir uns hier befassen, das von jener Zeit geprägte Bild des höheren Menschen aus den Worten, mit welchen Gordon Maas den jungen Parseval den Ritterschlag erteilt, geht dies deutlich hervor. So durften zum Beispiel nur auserlesene Ritter in Arthurs Tafelrunde angehören, welche nicht allein in den ritterlichen Künsten wie Waffenführen, Reiten, Jagen Meister waren, sondern auch in den ritterlichen Tugenden wie Mut, Tapferkeit, Furchtlosigkeit, Kampffreudigkeit und Abenteuerlust, vor allem aber Treue und Loyalität im hohen Maße besaßen. Freundes- und Vasallentreue, Loyalität selbst gegen den Feind, wurden als die höchste dieser Tugenden angesehen. Und wer sie verletzte, hatte damit seine Ritterehre eingebüßt. Außerdem bestehen von Kämpfen und Abenteuern um Ruhm und Preis der Ritterschaft, gehört es zu den Funktionen von Arthurs Rittern, Ordnung zu schaffen im Lande, Unrecht und Gewalttat zu verhindern
und vor allem auch bedrängten Frauen und Mädchen beizustehen. Denken gehörte nicht zu den ritterlichen Künsten. Die einzige geistige Betätigung, von der die Erzählungen zu berichten wissen, bestand im gelegentlichen Schachspiel. In Wirklichkeit war das Denken die Sache des Klerus. In Arthurs Kreisen aber besorgte es für alle anderen der Zauberer Merlin, der vermöge seiner zwiespältigen Abstammung, sein Vater war ein Teufel und die Mutter ein frommes Mädchen, Vergangenheit und Zukunft kannte, also gewissermaßen prometisches Vor- und epimetisches Nachdenken besaß. Jahrhunderte hindurch stellten diese Ritter von Arthurs Tafelrunde eine Art Ideal dar, von welchem hier auch Percival ergriffen wird. Zur Figur des Königs ist zu sagen, dass sie in noch höherem Maße als die Ritter ein übergeordnetes, herrschendes Bewusstseinsprinzip darstellt, wie dies aus Märchen und Träumen deutlich zu erkennen ist. Jetzt in Kursiv geschrieben, Arthur, der Herrscher der Tafelrunde, dürfte daher hier als kollektiv vorherrschende Idee des christlichen Rittertums fungieren. Kursiv Ende. An sich verkörpert der König gewissermaßen den Anthropos, einen sichtbar gewordenen, allgemein bewusst vorgestellten Aspekt der menschlichen Ganzheit. Und in diesem Sinn stellt Arthur die Idee der Totalität dar, wie jetzt wieder in Kursiv, so wie sie im ersten christlichen Jahrtausend vorgestellt wurde. Kursiv Ende. Anmerkung des Lesers. Ja, aus dem ersten christlichen Jahrtausend stammt eben auch diese Gralslegende. Weiter im Buch und ich nochmal den letzten Satz. An sich verkörpert der König gewissermaßen den Anthropos, einen sichtbar gewordenen, allgemein bewusst vorgestellten Aspekt der menschlichen Ganzheit. Und in diesem Sinn stellt Arthur die Idee der Totalität dar, so wie sie im ersten christlichen Jahrhundert vorgestellt wurde. Sein runder Tisch und seine 12 Pairs bringen ihn dabei in deutliche Beziehung zum Christus. Dieser König, der zukünftige Herr Percivals, stellt also die ihnen fassbare Idee der Ganzheit dar, das Ideal, dem er dient. Neben Arthur aber spielt später noch ein weiterer König, der verwundete Gralkönig, eine zentrale Rolle im Percivals Leben. Was dieser im Gegensatz zu Arthur verkörpert, soll jedoch erst später erörtert werden. Es sei hier nur noch daran erinnert, dass die oben erwähnten verschiedenen Ebenen des Erlebens sich hier wiederfinden. Der Vater Percivals, krank wie der Gralskönig, stellt die menschliche, persönliche Autorität des Vaters dar. König Arthur, bereits eine höhere und weiter wirkende Autorität, die Ganzheitsidee des christlichen Rittertums. Unendlich stellt der Gralskönig dieselbe Idee in seiner weiteren Form noch einmal dar, von der noch zu sprechen sein wird. Zunächst aber stellt sich die Frage, was eigentlich der Rote Ritter psychologisch bedeuten könnte. In manchen Zügen scheint er Percival ähnlich, indem er am Hofe des Königs sich nicht zu benehmen weiß und wenn der Rote Ritter den Becher raubt und seinen Inhalt über die Königin verschüttet, so begeht er ein Unrecht gegenüber dem weiblichen Wesen, wie es in der Fortsetzung der Erzählung Percivals ebenfalls in ähnlicher Art begeht Unrecht gegenüber dem weiblichen Wesen, wie es in der Fortsetzung der Erzählung Percival ebenfalls in ähnlicher Art begehen wird. Man könnte ihn daher als Percivals Doppelgänger oder Schatten auffassen. Unter Schatten versteht man nämlich psychologisch den inferioren, meist dunkleren oder minderwertigen Charakterzüge des Menschen, welche vom bewussten Ich weniger beachtet mitexistieren. Meistens handelt es sich um Züge emotionaler Natur, welche eine gewisse Selbstständigkeit besitzen und das Bewusstsein gelegentlich überrennen. Hier ist ein Verweis auf Carl Gustav Jungs Aion.
Seite 22, okay. Es sind dies zum Teil Inhalte persönlicher Natur, die man mit einer moralischen Anstrengung zur Selbsterkenntnis wahrnehmen könnte und welche nur relativ böse sind, indem sie auch oft auch Stück Vitalität und Instinktnähe bedeuten, die aber auch positiven Wert besitzen. Zum anderen Teil handelt es sich beim Schatten aber auch um kollektive Dunkelheiten, welche sich zum Beispiel zum Archetyp einer destruktiven Gottheit verdichten und den Menschen vor erschreckende Probleme stellen. In diesem finsteren Abgrunde des Problems des Bösen wird das Motiv des Roten Ritters letztlich auch Percival später führen. Zunächst aber kann man ihn als einen persönlichen Schatten auffassen, nämlich als ein Stück Emotionalität und barbarischer Rücksichtslosigkeit, die er überwinden muss, bevor er ein Ritter, ein christlicher Ritter werden kann. In zahlreichen noch heute lebenden nordischen Volksmärchen tritt die Figur namens Ritter Rot auf, welche die Rolle des neidischen Verleumders des Märchenhelden erfüllt. Im alten Irland schickte jeweils die jenseitige Feenwelt rote Krieger, die Sithe, gegen die Helden dieser Welt aus, und dieser rote Ritter hat deshalb auch einen solchen jenseitigen Hintergrund. Er verleumdet den Helden beim König und versucht ihn dadurch zu töten. Aber was meistens im Gegenteil mit einer Erhöhung zum Helden führt, erfüllt also die Rolle eines gefährlichen Schattenelements. Die rote Farbe ist mythologisch häufig einerseits mit Blut, Feuer, Liebe und Leben assoziiert, andererseits mit Krieg und Tod. Aus der Doppeldeutigkeit der Farbe lässt sich erkennen, dass somit dieser Schatten nicht nur zerstörerisch sein kann, sondern auch lebensfördernd wirken könnte, wenn er vom Bewusstsein integriert wird. In der alchemistischen Symbolsprache tritt ein roter Mann als Personifikation der Ausgangsmaterie des Steins der Weisen auf, den man, wie es heißt, glimpflich behandeln und nicht fürchten sollte, der trotz seines schrecklichen Aussehens hilfreich sei. In gewissem Sinn ist daher der Rote Ritter eine erste Form der zukünftigen inneren Ganzheit Percivals. Hier aber schlägt ihn Percival in einer bedenkenlosen Brutalität, die ihn selber nicht empfiehlt. Immerhin hatte der Rote Ritter König Arthur beleidigt und es wird ihm mit gleicher Miene heimgezahlt. Psychologisch entspringt diese Tötung des roten Schattentiers einer gewaltsamen Unterdrückung der eigenen Affekte und Emotionen als einer ersten Vorstufe zur Bildung einer bewussten Persönlichkeit. Jeder junge Mensch, der in die Sozietät hineinwächst und sich zu einer verantwortungsbewussten Persönlichkeit entwickelt, muss durch diese Phase einer erbarmungslosen Besiegung der eigenen inneren primitiven Emotionalität gehen, bevor er sich weiter entfalten kann. Hier aber geschieht es zunächst noch ganz ohne weitere Überlegung und entspringt aus Percivals Wunsch, Ritter zu werden und um sich so Arthurs Ritterschaft aufnehmen zu lassen. Nachdem Percival den Gegner die Rüstung abgenommen und selber angelegt hat, wird er später als der Rote Ritter bezeichnet werden, indem er nämlich jene ihn von innen anfallende Emotionalität besiegt hat, strömt sie ihm die darin enthaltene Vitalität und Energie zu und steht in Verfügung des Ich, welche dadurch in seiner Kraft und seiner Bedeutung erhöht ist. Ja, Anmerkung des Lesers, mit anderen Worten könnte man sagen, wer Herr über die eigenen Emotionen wird, gewinnt Vitalität. Oder wie Jakob Böhme es ausgedrückt hat, keinem wird's gegeben ohne Ringen. Weiter im Buch. Oder ich lese es nochmal. Indem er nämlich jene ihn von innen anfallende Emotionalität besiegt hat, strömt ihm die darin enthaltene Vitalität und Energie zu
und steht zur Verfügung des Ich, welche dadurch in seiner Kraft und Bedeutung erhöht ist. Aber es ist auch zugleich zu erwarten, dass Percival nun selbst ein Stück rücksichtsloser Männlichkeit entfalten werde, die ihn in Schwierigkeiten verwickelt. Bezeichnend für Percivals jungen und torenhafte Einstellung ist ferner, dass er den Roten Ritter nicht bekämpft, um den Becher für Arthur zurückzugewinnen, sondern ihn einfach mit einem Wurfspieß tötet, weil seine Rüstung seine Begehrlichkeit reizte. Der Becher ist ihm Nebensache. Er schickt ihn durch den knappen Arthurs zu diesem, ohne sich selbst dorthin zu bemühen und ohne zu ahnen, dass darin zum ersten Mal das Motiv antönt, gleichsam zufällig, das später zum Hauptmotiv werden soll, nämlich das Gefäß, der Gral. Anmerkung des Lesers: Die Gral-Symbolik wird später im Buch erläutert werden, aber man kann sich schon denken, also es ist sehr, sehr umfangreich, aber was einem dazu vielleicht zuerst einfallen kann, ist das aufbewahrende, ja, das Wasser zu aufbewahrende Gefäß, den Lebensstoff aufbewahrende par excellence oder die Verkörperung, das Gefäß für etwas, das Konservierende, das Haltende. Okay, aber weiter im Buch. Der Becher ist eine bekannte Sagens und ist ein bekannter Sagen- und Märchengegenstand und spielt oft eine schicksalshafte Rolle, sei es wegen des darin enthaltenen Tranks, wie zum Beispiel bei Tristan und Isolde, oder weil er sonst zum Leben des Besitzers oder des Trinkenden in engem Zusammenhang steht. In dieser Fantasie seiner Entwicklung ist sich Percival offenbar der Bedeutung des Bechers noch nicht bewusst. Ein weiteres hier anzusprechendes, wichtiges Motiv ist die Rüstung, die Percival dem getöteten Ritter abgenommen und sich angeeignet hat. Die Art der Besitznahme ist jedoch nicht weniger als ritterlich, so dass damit eine gewisse Schuld verbunden ist. Es ist zu betrachten, dass Percival die Rüstung über sein grobes, welsches Unterkleid anzieht, von dem er sich nicht trennen will. Das heißt einerseits, dass er dieses als wesentlich zu ihm zugehörig empfindet, andererseits aber auch, dass er im Grunde noch nicht der Ritter ist, der er gern sein möchte, sondern vorerst nur eine ritterliche Außenseite aufweist. Dies entspricht dem, was die analytische Psychologie als Persona, das heißt Maske, bezeichnet. Der Ausdruck Maske soll besagen, dass es sich dabei nicht um das eigentliche Wesen des Individuums handelt, sondern um etwas Überdeckendes, das nach außen hin einen bestimmten Eindruck erwecken soll. Die Persona bildet also gewissermaßen eine Fassade und ist gewöhnlich so beschaffen, dass sie der Sozietät, in der das betreffende Individuum lebt, gemäß ist. Weshalb Carl Gustav Jung sie auch einen Ausschnitt aus der Kollektivpsyche nennt. Dies bedeutet, dass das Individuum lediglich ein Exemplar eines Volkes, einer Sippe, einer Berufsklasse und so weiter ist und in Erscheinung tritt und nicht als Mensch in seiner Eigenart. Eine solche Persona entsteht mehr oder weniger automatisch, indem der Mensch sich an einem bestimmten Volk, einer bestimmten Familie oder Klasse angehören vorfindet, an deren Wesenszügen und Lebensstil er teilhat. Da der ursprüngliche psychische Zustand der Kinder ein solcher der Identität oder Partizipation mit der Umgebung ist und die Unterscheidung davon erst mit zunehmender Bewusstheit zustande kommt, ist es klar, dass er vorerst einfach diejenige Rolle zu übernehmen hat, welche ihm als ein Teil der Familie oder Sozietät, der er angehört, zukommt. Man ist demnach das Kind, der Sohn, die Tochter, der junge Mann, das heiratsfähige Mädchen, der Familienvater, die Ehefrau, die Mutter, der Vertreter eines bestimmten Berufes und so weiter. Es ist dementsprechend bezeichnend, dass Percival seinen Namen nicht weiß, sondern sich nur als Chefli oder Björfili oder Björsir kennt.
Man beobachtet andererseits auch häufig, dass Kinder in den ersten 4 bis 6 Lebensjahren oft eine deutliche individuelle Eigenart und Originalität aufweisen, welche sie nachher, zum Beispiel bei Eintritt in die Schule, verlieren, weil sie dann sich dem Kollektivstil anzupassen haben. Anmerkung des Lesers, man bedenke also, was für die Individuation die Einpassung in Stereotype und was der Konformismus mit den Menschen macht, wie sehr die Menschen, vor allem die Kinder, wie hier anklingt, beraubt der Individuation. Weiter im Buch. Dies mag bedauerlich erscheinen. Allein eine solche Kollektiveinordnung ist unerlässlich. Man kann der Welt nicht als Naturbursche oder Muttersöhnchen gegenübertreten. Daher ist die Persona nicht nur als Maske zu verstehen, als eine der Welt etwas vortäuschen wollen, sondern sie ist wichtig und notwendig im Anpassungsmodus. Das Zusammenleben in der menschlichen Gesellschaft ist nicht möglich, ohne dass gewisse Formen beobachtet werden, wie sie sich schon bei den primitivsten Gruppen zeigen, zum Beispiel in totemistischen Gebräuchen, in Tabus, Heiratsbestimmungen und so weiter. Die Entwicklung gesellschaftlicher Formen ist eine sehr zweckmäßige Kulturerscheinung, die jedoch nicht zustande kommt, ohne dass etwas von der ursprünglichen Naturhaftigkeit, die eben im Roten Ritter verkörpert ist, geopfert werden muss. Daher sind auch die Pubertätsinitiationen, durch die der Knabe zum vollwertigen Mitglied des Stammes wird, oft mit sehr harten und schmerzhaften Prozeduren verbunden. Zur bloßen Maske wird die Persona erst dann, wenn sie ihren Zweck nicht mehr erfüllt, sondern nur eine Leere oder noch Schlimmeres überdeckt und das eigentliche Wesen des betreffenden Menschen verfälscht. Gleichzeitig bietet die Persona jedoch wie eine Kleidung einen Schutz gegenüber der Welt, ohne dessen das Individuum allzu verletzlich wäre. Oft stellt sie auch eine Art von zu erreichenden Vorbild oder Ideal dar, das man zu verwirklichen hofft. Sie kann dabei als wertvolle Leitlinie dienen, oft aber auch, wenn das Ideal falsch aufgewählt wird, das heißt, wenn es unerreichbar ist oder nicht zur individuellen Anlage passt, kann das Streben danach den Menschen in die Irre führen. Für den jungen Percival ist Ritter zu werden ein solches Ideal. Er ist es jedoch noch nicht, sondern besitzt die Rüstung, das heißt die Außenseite, in die er noch hineinwachsen muss. Der Ritter war für jene Zeit der Inbegriff einer höheren Menschenklasse, die allgemeines Ansehen genoss und durch die Ausbildung des Feudalsystems und der damaligen Welt das bestimmende Gepräge verlieh. Speziell vom 11. bis zum 14. Jahrhundert spielt das Rittertum eine bedeutende Rolle. Ritter waren die tatkräftigen Vertreter weltlicher Macht, während die Kleriker andererseits die geistige Welt vertraten und eine geistige Macht bildeten. Clergé und Chevalerie bildeten die beiden höheren Stände gegenüber den Bürgern und Bauern. Der Ritter stellt wenigstens als eine Idee eine höhere, differenzierte Form des Kriegers dar, wenn auch de facto der Einzelne undifferenziert genug gewesen sein mag. Wie für jene Zeit das Ideal des Rittertums beschaffen war, haben Dichter in der Gestalt von König Arthur und seiner Tafelrunde es ausgedrückt. Hier wird es deutlich, dass mit dem Ritter ein höherer, edlerer und disziplinierter Mensch gemeint war. Ich wiederhole, höherer, edler und disziplinierter Mensch gemeint war. Die von ihm veranlangten Tugenden, außer Kraft und Geschicklichkeit in der Waffenkunst, waren Tapferkeit, Mut, Loyalität, besonders dem Feudalherrn, aber auch dem Freund und sogar dem Feind gegenüber, zeigen, dass keine geringeren Anforderungen gestellt waren. Im tiefsten
verstande, steckte sogar eine religiöse Idee dahinter. Kursiv geschrieben, man könnte deshalb in Arthurs Tafelrunde ein Symbol sehen, in welchem sich die Bewusstwerdung des christlichen Menschen des ersten Jahrtausends spiegelt. Kursiv Ende. Damals war das sich ausbreitende Christentum mit zwei größeren zivilisatorischen Aufgaben verbunden, die ursprüngliche Rohheit und Unbewusstheit der heidnischen Völker zu überwinden. Dies gab dem christlichen Ritter einen höheren Sinn für seine kämpferische Männlichkeit, welche in den Dienst einer größeren Idee und einer höheren Bewusstheit gestellt wurde. Man mag vielleicht einwenden, dass diese Überwindung des heidnischen, barbarischen Elements im 12. Jahrhundert, zu einer Zeit also, da die christliche Kirche in vollster Blüte stand, als schon längst vollzogen betrachtet werden könnte. Da jedoch das Christentum die herrschende Religion war, oder doch die der Machthaber, musste die Annahme derselben nicht, wie in früheren Zeiten, wo seine Anhänger verfolgt wurden, unbedingt einer tieferen inneren Überzeugung entspringen. Es war zum Beispiel oft so, dass ein König oder ein Großer sich taufen ließ, seine Angehörigen und Vasallen automatisch dergleichen taten. Auch die Gründe, die zu einer Bekehrung führten, waren oft mehr praktischer als wirklich religiöser Natur. So zum Beispiel, wenn man in einer schwierigen Situation hoffte, der neue Gott werde sich als stärker und hilfreicher erweisen als die alten Götter, wie das bei den Bekehrungen von König Ludwig, das war 496, der Fall war. In einem Gespräch über die Ursachen der Bekehrung sagte der deutsche Mönch Cäsarius von Heisterbach, dass manche durch göttliche Berufung bekehrt werden, andere durch Zuspruch oder frommes Vorbild, wieder andere auf den Anreiz des bösen Geistes oder aus einem gewissen Leichtsinn, unzählige aber veranlasste irgendeine Not, dem Orden beizutreten. Zum Beispiel Krankheit, Armut, Gefangenschaft, Scham, übergangene Verfehlung, Lebensgefahr, Angst vor Höllenqualen oder die Sehnsucht nach einer himmlischen Heimat. Auch dies ist zu berücksichtigen, dass, während die Angelsachsen bereits im 6. und 7. Jahrhundert christianisiert wurden, dies für die Normannen erst im 10. der Fall war. Der erste Herzog der Normandie, Roland, hieß sich nach Oderic Vitals Geschichte, ließ sich nach Odericks Vitals Geschichte der Normandie anno 1912 taufen. Und es sollen bei seinem Begräbnis den alten Göttern noch Opfer gebracht worden sein. Dies war also nicht viel mehr als für 100 Jahre vor der Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer und 2,5 Jahrhunderte vor der Zeit, da unsere Erzählung gefasst wurde. Puh. Die anglonormannische Welt demnach im 12. und 13. Jahrhundert stand dem Heidentum noch recht nahe. Eine so geistige Religion wie das Christentum konnte nicht ohne weiteres von einer primitiven Mentalität, wie es diejenigen der westlichen und nordischen Völker damals war, assimiliert werden. Dies war schon Gregor dem Großen klar. Als der Augustin mit der Mission bei den Angelsachsen betraute, er empfahl ihn, nicht schroff vorzugehen und nicht alte Heiligtümer zu zerstören, sondern sie zu weihen, damit das Volk am gewohnten Ort, aber zum Dienste des wahren Gottes zusammenströmte. Denn, so sagte er, Zitat, es ist klar, dass es einem rohen und ungebildeten Gemüt nicht möglich ist, alles mit einem Mal abzuschneiden, wie einer, der den höchsten Ort zu erklimmen sich bemüht, diesen nur Schritt- oder Stufenweise und nicht in Sprüngen zu erreichen vermag. Zitat Ende. Von dieser Seite her betrachtet, fiel dem christlichen Rittertum noch eine große geistige Aufgabe zu, dem christlichen Ideal zu seiner Verwirklichung zu verhelfen. Percivals Weg führte ihn nun zum Lehrmeister Gournemas de Gore oder Gournemas bei Wolfram von Eschenbach,
der ihm in der Waffenkunst und Rittertugend unterweist, ihm sagt, er sei nun alt genug, sich stets auf die Mutter zu berufen und die ihm einschärft, kursiv geschrieben, nicht zu viel zu fragen. Kursiv Ende, ein Rat, der später verhängnisvolle Folgen haben sollte. Er gibt ihm dadurch zu verstehen, dass er nun den Kinderschuhen entwachsen ist und sich dementsprechend zu verhalten habe. Nach dieser Ausbildung erteilt ihm Gornemas den Ritterschlag mit den Worten, also ich verzeihe mich schon vorneweg für das Französisch, et di que donne lila la plus or de ordre avec l'esprit que Dieu et fait et commandé c'est l'André de chevalerie qui doit estre sans vilni. Nachdem er so sein erstes Ziel, Ritter zu werden, erreicht hat, schickt er sich an, seinem Gönner, der eine Art Vatergestalt darstellt und ihn gern bei sich behalten hätte, zu verlassen, um weiter in die Welt hinauszuziehen, und zwar mit der Absicht, nach seiner Mutter zu sehen, denn er erinnert sich nun daran, dass sie bei seinem Weggang auf der Brücke zu Boden gefallen war. Es ist ein feiner psychologischer Zug, den Chétrin hier einficht und der bei Wolfram fehlt. Er gelangt aber nicht zur Mutter, sondern zur Burg Belle Repère. Hier findet er nun die Gelegenheit zu ritterlichen Taten, denn die Herrin der Burg, die schöne Blanchefour, oder bei Wolfram Condviramur, ist in großer Not, da ein nicht genehmer Freier die Burg belagert und schon beinahe ausgehungert hat. Es gelingt ihm, die Feinde zu besiegen und die Burg zu befreien, was ihm Blanchefour mit ihrer Liebe lohnt. Nicht die Mutter also, sondern die Frau begegnet ihm auf diesem Abschnitt seines Weges, und zwar in der für das männliche Gefühl so überaus anziehenden und fast unwiderstehlichen Gestalt der, Zitat, Lady in Distress. Zitat Ende. Oder heute würde man sagen, Damsel in Distress. Okay, der bedrängten, erlösungsbedürftigen Schönen. In reizend naiver Weise kommt sie des Nachts an sein Bett, um ihm ihre Not zu klagen, was nicht verfehlt, sowohl eine Kampfeslust wie auch die gegenseitige Liebe wachzurufen. Mit Leidenschaft kämpft er nun für sie und es gelingt ihm, die Feinde zu besiegen. Zum Dank wird ihm der Minne Lohn zuteil, so dass er sich seiner Männlichkeit in doppelter Weise bewusst wird. Sich für eine Frau einzusetzen und ihr beizustehen, gehörte mit zu den von Arthurs Rittern verlangten Tugenden. Auch Percivals Mutter hatte ihm dies empfohlen. Dieser Zug scheint für jene Zeit, wo der Frauendienst eine so große Rolle spielte, charakteristisch zu sein. Die Bewegung darf wohl als eine kompensatorische Erscheinung aufgefasst werden, kompensatorisch zur überbetonten Wertschätzung des Männlichen. Der Minnedienst ist ein Ausdruck dafür, dass das Prinzip der Beziehung, der Eros, sich stärker bemerkbar machte und Berücksichtigung verlangte. Die Literatur jener Epoche zeigt mit aller Deutlichkeit, was dieser für eine Rolle sowohl in den Liedern des Troubadours als auch in anderen Dichtungen, vor allem den Roman de la Table Ronde, spielten. Vorerst mag es sich darum gehandelt haben, die wirkliche Frau mehr zu berücksichtigen und zu ihr eine Beziehung herzustellen, die nicht nur sinnlich triebhafter Natur war. Hand in Hand geht damit auch die Berücksichtigung des Weiblichen überhaupt und speziell der dem Manne eigenen Weiblichkeit, das heißt der Anima. Unter Anima versteht Carl Gustav Jung eine Personifikation des Unbewussten im Manne, welche in Träumen, Visionen und schöpferischen Fantasien als Frau oder Göttin auftritt. Sie stellt seine Herrin der Seele, wie Caspar Spittler es genannt hat, dar.
Wie der Vergleich zu Jungs Aion. Ihr Bild scheint im Derivat des Mutterbildes zu sein, und in ihm verkörpert sich gleichsam jener Betrag an Weiblichkeit, die im Manne lebt, und auch die Erfahrung, die der Mann an der Frau macht. Zugleich ist sie aber auch das a priori aller Erfahrung des Mannes an der Frau, denn insoweit die Anima als eine Göttin auftritt, ist sie ein Archetypus und daher ein vor aller Erfahrung reales, unanschauliches Sein. Das hat es in sich, deswegen lese ich es nochmal. Zugleich ist sie aber auch das a priori aller Erfahrung des Mannes an der Frau. Denn insoweit die Anima als eine Göttin auftritt, ist sie ein Archetypus und hat daher ein vor aller Erfahrung reales, unanschauliches Sein. Okay, das verweist auf ein Buch, das heißt Die Anima als Naturwesen, in Studien zur analytischen Psychologie von Emma Jung. Weiter im Buch: Wenn die Anima nicht auf die Frau projiziert ist, sondern an der auf ihrer eigenen Stelle in der Seele lebt, so ist sie für den Mann eine Vermittlerin der Inhalte des Unbewussten. Hier Verweis auf die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unbewussten von Carl Gustav Jung. Weiter im Buch: Als eine solche Gestalt könnte man zum Beispiel die Gralsträgerin verstehen, welcher Parsival später begegnen wird. Überhaupt finden sich in der Gralsliteratur viele Frauengestalten, die den Charakter der Anima tragen und weniger als wirkliche Frauen aufzufassen sind, denn als Anima-Figuren mit übermenschlichen Wesen und archetypischen Zügen ausgestattet. Es scheint mir jedoch, dass bei der Gestalt Blanche Four unsere Erzählung mehr die wirkliche Frau betont als den Anima-Charakter, weil letzterer noch völlig projiziert ist. Es entspricht auch dem Entwicklungsprozess Percivals, der von der Mutter weg in die Welt geht, dass er nun, nachdem er Ritter geworden, auch der objektiven Frau begegnet, mit welcher auf dieser Stufe das Problem der Anima noch ununterscheidbar vermischt ist. Auch eine Position winkt ihm in Belpère an der Seite Blanche Fours. Es ist jedoch zu männlich, als dass es sich mit der Liebe seiner Dame und dem angesehenen, angenehmen Dasein seines Burgherrn begnügen könnte, weshalb er bald zu neuen Abenteuern aufbricht.